So haben sich die Menschen im Barock den Himmel vorgestellt. Prachtvoll, majestätisch und bevölkert von zahlreichen Engeln. Pater Johannes Paul vom Stift Heiligenkreuz ist so etwas wie ein Engelexperte. Im Glaubensbekenntnis beten wir ja, wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also Gott hat das Sichtbare geschaffen, aber auch das Unsichtbare. Und die Engel gehören ganz klar zur unsichtbaren Schöpfung Gottes. Sie sind Geschöpfe, Personen, die Gott kennen, die von Gott geschaffen sind und die immer in Anbetung Gottes sind. Aber die Engel haben auch eine Funktion. Das Wort Engel heißt, Gesandter zu sein, ein Botschafter zu sein. Die Engel sind Boten Gottes, die die Botschaften, die Nachrichten von Gott zu uns Menschen tragen. 167 Engel sind es hier in Stift Rhein. Große, kleine, musikalische, mächtige und herzige Engel, die über den Kirchenbesuchern wachen. Wie einen weltlichen Hofstaat hat man sich das damals vorgestellt, den Himmel. Deswegen glauben auch viele Experten an eine Hierarchie unter den Engeln. Wir wissen, dass es Erzengel gibt. Drei davon sind in der Bibel auch genannt. Michael, Gabriel und Raphael. Und dann gibt es Schutzengel und Seraphim und Cherafim. Und da gibt es also ganz, ganz große Theorien dazu. Wie es genau ist, werden wir dann sehen, wenn wir einmal in den Himmel kommen dürfen. Schon im alten Judentum kommen Engel vor. In der Bibel bringen sie Botschaften vom Himmel auf die Erde. Die Menschen haben immer an Engel geglaubt, vor allem an Schutzengel. Es ist meine feste Überzeugung, dass der Schutzengel jener himmlische Begleiter ist, der einem hilft, der einem auch die richtigen Worte bringt und der einem auch den Weg immer wieder zu Jesus Christus zeigt. Bin mir sehr überzeugt, dass die Engel da sind. Haben Sie schon mal Kontakt mit einem Engel gehabt vielleicht? Ja. Darf ich wissen, wann? Ja, vor 10, 15 Jahren. Der ist mir aber in einem Menschen begegnet. Was war das für eine Begegnung? Ja, eine für mich sehr bedeutsame, weil ich eine Antwort auf eine dringende Frage bekommen habe. Ich selber habe einen Schutzengel schon gehabt. Da war ich 14, 15 Jahre alt. Da habe ich gerade schwimmen gelernt. Und ich bin eigentlich schon drunten gewesen, auf dem Boden des Butterer Sees. Ja? Und da hat mich irgendjemand herausgezogen. Ja. Und ich habe gesehen, das war ein Mann, der hat mir da zugeschaut, wie ich da kämpfe mit dem Wasser. Der springt da rein und zieht mich dann herauf. Und ich bin so weggegangen und dann habe ich den Mann gesucht und habe ich den nirgendwo mehr gefunden. Das heißt, ein Schutzengel bedeutet, jeder von uns hat einen Engel, der hinter einem steht, bei einem steht. Man kann sich das vorstellen, wie man will, der aber immer das Angesicht Gottes schaut und der dafür da ist, uns zu beschützen, uns zu begleiten und uns Sicherheit und Halt zu geben auf unserem Weg und dafür zu sorgen, dass unser Fuß nicht an einen Stein stößt, heißt es im Psalm. Ob mit Flügel, Goldhaar oder weißem Kleid, sie greifen ein, ohne dass wir es merken. Was für eine schöne Vorstellung, dass uns ein Schutzengel auf unserem Weg begleitet.